Sie aber ein reumütiges Geständnis und es wird noch ein bisschen heißer. Die Temperaturen von Steinsiedlungen bis zum Unterstützung. Die Schlafen geht nicht, jetzt will er sich aber besser. Das wäre wirklich spannender, als wir dann jetzt von oben holen. Und der Kapellmeister Magister Adolf obendrauf, Entschuldigung, jetzt hat es mir meine Zählung gerade schon erwartet, aber da sind eh genug da, die es auffangen. Damit wieder einfach toll, dass sie eingesprungen sind. Unsere sind ja gerade nicht im Urlaub. Ja. Nein, die Militärmusik Oberösterreich befindet sich im Ausland, in Montenegro, auf einer Konzertreise. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt in Oberösterreich zu Gast sein dürfen. Wunderbar. Ist das die vollzählige Mann- und Frau-Stärke, oder? Ja, das ist das gesamte Blasorchester. Wir sind fast 50 Mann und Frau stark und fast ein Viertel sind Musikerinnen, also wir haben 10 Damen dabei. Also da sind wir sehr stolz darauf. Wunderbar. Jetzt frage ich nicht zu viel, weil bei unserem Live-Einstieg fällt mir dann nichts mehr ein. Wir dürfen, um den Bundeswehr-Jargon zu bleiben, nicht gleich das Pulver verschießen. Folgende Bitte, meine Damen und Herren, Sie waren großartig zuerst. Da haben Sie wirklich draußen alle gemerkt, dass richtig was los ist bei uns. Wir spielen jetzt im Radio noch zwei andere Musiktitel aus dem Programm von Radio Oberösterreich. Dann plaudere ich mit dem Herrn Oberst. Ich muss ja mal schauen mit den Sternen. Gell? Bei mir ist schon Zeit aus, aber mit dem Herrn Oberst. Und dann spielen Sie uns ein Stück von John Williams. Und wenn das aus ist, war es fein, dass Sie applaudieren, dass man es bis Wels und bis Niederösterreich hört. Bringen wir das hin? Ganz selbstständig. Wenn die fertig sind, dass Sie applaudieren, dass die Halle zusammenbricht, ja, dann kriegst du eine Eiche. Okay, sind so gut. In ein paar Minuten ist es soweit. Wo Sie jetzt hin müssen Sie sein. Ich glaube, Sie starten.
Nein, es ist so, dass